Ja, und damit ein herzlich willkommen. So, wir haben jetzt ein wunderschönes Problem. Wie viele Slots? Nee, ab wann können wir Slots sehen? Und können wir diese wunderschönen Lagerhallen, die seit Mod, seit Version-Update 1.02 existieren? Du hast schon Licht angemacht, ne? Ja. Cool. So, wir haben um die 50 Fahrzeuge, sage ich jetzt mal. Du kannst ja mal in den Shop reingehen und unsere Garage öffnen und dann von links nach rechts switchen. Ganz schnell. Damit man mal sieht, wie viele Fahrzeuge man braucht. Ungefähr so viel. Gut, ihr seht jetzt schon rechts oben die freien Slotsanzahl, aber die freie Slotanzahl wird ja erst angezeigt, wenn man ungefähr nur noch zum Schluss, also man hat, ich schätze mal, um die 200 bis 300 Slots und die letzten ab erst ab Slots 98. Wenn man nur noch 98 Slots hat, ab dann werden die restlichen Slots angezeigt. Das liegt daran, weil sozusagen das Spiel sagt, Vorsicht, du kannst nicht mehr so viel, nicht mehr so viele Fahrzeuge kaufen. Das wollten wir nur festhalten. Wir gehen mal schon schnell zum Shop oder kauft ihr mal irgendwas. Dann wollen wir nochmal bestätigen schnell, dass der Glitch funktioniert. Das wollen wir nur mal ganz schnell bestätigen, weil so viele nette, lieben Leute gefragt haben, ob der Glitch funktioniert oder nicht. Und ich habe auch so einen schönen Kommentar auch erfolgreich gelöscht, wo drinnen stand, dass er ein Video machen möchte, wenn der Glitch nicht funktioniert. Alles klar, der Glitch funktioniert nicht. Nein. Weißt du, es gibt dieser Glitch wird so, das dauert so lange, bis der Glitch nicht gepatcht, bis der rausgepatcht ist. Wenn es nicht vielleicht nur Tage, weiß ich nicht, bis das nächste Update kommt oder so, das ist ja auch, das kann auch ewig noch gehen. Also das wird immer, das wird so lange wie möglich gehen. So, dann gucken wir uns nochmal die Lagerhallen an. Weil bei den Lagerhallen ist es so, dass wir die nur, also wir können, dass wir die nur auf gerader Ebene positionieren können. Weil sonst schweben eure wunderschönen Tore in der Luft und die wunderschönen, was sind das? Dachrinnen gehen nicht vollständig unter den Boden rein, weil die schweben dann auch noch ein bisschen in der Luft. Weil, du kannst mal alle Hallen zeigen, wie wir die platziert haben. Ja, die Halle haben wir uns jetzt schon dreimal angeguckt, du. Es gibt noch andere Hallen. Ja, weil es ist eine knifflige Sache, aber ich finde, es sieht mega geil aus irgendwie. Also das ist wirklich ein sehr kreativer Mod. Ja, die Dinger, die kann man linken, die kann man hinstellen, wenn man will. Also die kannst du auf einer schrägen Ebene stellen oder so. Das ist das Problem. Was nur nicht im Weg stehen darf, sind so eine Baumstämme. Ja, hier liegt schon ein bisschen Stroh drin und wir können auch schon bestätigen, dass hier nichts durch die Lagerhallen geht. Also es backt nicht raus oder so. Da können wir schon zu viel. Hä? Ja, es backt nur rein. Wenn draußen was liegt, backt es in die Halle rein. Aber wenn in der Halle was drin liegt, backt es nicht nach draußen. Ja, hier haben wir noch eine Halle. Also, das wollten wir nur mal so bestätigen. Es gibt ein paar Probleme mit dem Fendt-Mod, den wir vor uns haben, das Schneidewerk. Das Schneidewerk verändert sich nämlich mit der Farbe, wenn man es benutzt hat, nach einer Weile. Irgendwie, es baut sich irgendwas zusätzlich an. Und man kann das nicht aus- oder anschalten. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie da... Wir können es euch jetzt nicht zeigen. Das Ding ist halt nur, wenn man aus dem Spiel rausgeht und das Spiel neu lädt, ist dieses Zusatzgerät oder so ab. Es ist einfach weg. Also keine Ahnung, was da jetzt falsch gelaufen ist. Aber es ist einfach weg. Ja. Dann wollte ich nochmal den... ich wollte ja, du kannst ja mal aufs Haus klettern, damit man mal den Hof von oben sehen. Nee, das Haus ist links. Nee, das ist weiter hoch, du. Wie gesagt, PSN-ID, Shita Hanimi 2015 und da sieht man ja unseren schönen Hof in meinem PSN-Titelbild. Nur mal so, also, weil falls jemand so den Hof nachbauen möchte, natürlich darf er den Hof nachbauen, habe ich nichts dagegen. Ja, da liegt ein bisschen Stroh von uns. So. Nee, das habe ich nicht platziert. Ich habe nur das alles platziert. Okay. Nein. Ja, die Silos. Doch, zu den Silos können wir auch gehen. Die Silos haben wir auch erweitert. Jetzt fragt ihr euch, wie viel Liter haben wir am Anfang bei den Silos? Wir haben am Anfang ein Volumen von, ich weiß jetzt nicht, 100.000 oder 200.000 Liter, aber das findet man ganz einfach raus. Man muss mit einem Hänger, also mit irgendeinem Hängertruck oder sonst was, unter diesem wunderschönen Rohr langfahren und dann kann man ja abtanken. Selbst wenn ihr nichts drin habt, kommt ja die Meldung, dass alles leer ist. Allerdings steht da, wie viel da drin, wie viel in den reinpasst und hier passen 400.000 Liter rein, weil das ganz linke und die ganz rechten, alle, die hier nicht verbunden sind, die habe ich selber platziert. Wie gesagt, bei denen ist es auch so, wenn man das am Anfang kauft, einmal kostet 7 Slots und wenn man das mehrfach kauft, nur 1 Slot. Also kann man es echt viel mal kaufen. Überleg mal, ich habe jetzt noch 61 Slots, also ich kann mir noch eine Menge kaufen, sagen wir es mal so. Das einzige Nachteil gibt es auch noch, wenn wir uns jetzt ein Tomatentreibhaus oder Salattreibhaus kaufen oder einen Baum platzieren, aus dem Shop raus.
können wir das nicht mehr verkaufen. Also das muss noch rausgepatcht werden von Rains, definitiv mit einem nächsten Update. Weil man kann es einfach nicht verkaufen, sobald man das aus Versehen gesetzt hat. Gut, würde ich mal euch empfehlen, falls ihr das testen wollt. Eure Welt laden, das einfach setzen. Vorher müsst ihr ja gespeichert haben. Ja, und das wollten wir nochmal so sagen. Kleiner Cut dazwischen. Weil man kann es einfach nicht verkaufen. Man kann es nicht verkaufen. Das ist noch echt ein krasse Sache, die rausgepatcht werden muss. Der Glitch garantiert wird im nächsten oder übernächsten Update definitiv gepatcht. Ich kann euch sagen, wir haben auch ein bisschen Kontakt mit James per E-Mail, weil man kann den auch, ja, ganz einfach eine E-Mail schreiben. Geht auch. Dann bin ich froh drüber. Genau. Ja.